Hallo, grüß euch. Wie versprochen, mein Video zum Thema Roll Dutch Shell. Und ja, so wie es aussieht, hatten wir hier mehr oder weniger eine Seitwärtsphase, wie ich schon erwähnt habe im vorigen Video, vom sagen wir mal, November 2020, also quasi fast ein Jahr. Und so wie es aussieht, könnte man sagen, okay, hier sind wir nach oben ausgebrochen. Und ich habe jetzt einfach mal gewagt mit der Hälfte der Position, die ich dort investieren wollte. Also ich habe lange überlegt, wie ich es mache, was ich mache. Gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also ich wollte 20 investieren, habe knapp 10 investiert. Das heißt, wenn wir nochmal einen Rücksetzer fahren in diesem Bereich zwischen 15, 16 und 17, 18, dass ich dann irgendwo hier nochmal die zweite Hälfte dann einkaufe. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir unter diese Range fallen, nach dem Ausbruch, ist extremst gering. Dass wir nochmal zurücksetzen, ist durchaus gegeben und das ist sozusagen meine Strategie. Meine Strategie ist, dass wir mindestens auf 25 Euro steigen. Das heißt also ein Zugewinn von ja, 20, 30%. Da bin ich auch schon wieder zufrieden. Wenn ich damit 10 drin bin, dann habe ich meine 2.000, 3.000 vielleicht maximal und im November gibt es nochmal Dividende, ein paar 100 Euro. 5% ungefähr, glaube ich, oder sowas. 3,5%. Das sind dann auch nochmal 300 Euro. Dann habe ich so meine 2000 Euro oder sowas bis Weihnachten. Ja? Und wenn ich jetzt dann sozusagen mit der vollen Anzahl dran bin, dann erwarte ich so 3, 4, maximal 5000. Ja? Das ist so mein Szenario. Und längerfristig könnte man natürlich auch sagen, dass wir hier durchaus ja, auch nur Höchststände sehen können. Warum? Es gibt drei verschiedene Hauptgründe. Der eine Grund, und da sprechen viele Experten auch von Mission Money und so weiter, Dietmar Beck und wie sie alle heißen, sagen ganz klar, ich muss mal kurz zu meinem Ofen schauen, weil ich mache das immer alles parallel hier. Eine Sekunde. So, auch schon wieder zurück. Ja, es heißt das, und das ist auch ein mit der wichtigste Grund für, sagen wir mal, auch mittelfristig. Das heißt, wenn du jetzt sagst, soll ich da wieder einsteigen? Also, ich muss sagen, dass, also, das sind die Schwellenländer, also Indien insbesondere, ja, Indien, der indische Markt, das wird sozusagen das neue China, für die nächsten Jahre. Indien ist ein richtiges Schluckmonster, ja, so wie China es die letzten Jahrzehnte auch war, jetzt sozusagen bei China, man sagt, was da so richtig passiert, ganz ehrlich gesagt, weiß wirklich niemand. Und es gibt China-Experten, die wissen vielleicht ein bisschen mehr, aber auch die wissen nicht alles. Ist ein wahnsinnig großes Land. Es heißt auf der einen Seite, ja, die machen jetzt den vollen Umschwung in China und bla bla bla. Ne? Auf der anderen Seite sagen wieder andere Stimmen, die bauen noch fleißig Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke und hauen noch raus, was geht an CO2 bis 2030 und dann erst. Ne? So nach dem Motto, wenn wir alle abgehängt haben, dann fangen wir an, grün zu werden. Ne? So ungefähr. Ist ihnen alles zuzutrauen. Auf jeden Fall, eins ist sicher, China im Zuge des, und da reden die wenigsten davon, ja, all diese Aktienkanäle, bla bla, ja, egal was es ist, da spricht fast keiner davon. China die letzten Jahrzehnte war eine echte Dreckschleuder. Die haben Umwelt verpestet, gemacht, getan und glaub mir, alles getan, um hier diesen zweistellige Wachstumszahlen und so weiter hinzulegen. Dem war die Umwelt sowas von scheißegal. Und Indien ist da wahrscheinlich noch ein Stück schlimmer als wie China. Ich glaube, das Land mit den meisten Plastikmüll, was ins Meer reingekippt wird, abgesehen von Afrika, ja, ist glaube ich Indien. Ja. Also kann man alles nachlesen, ohne Gewähr natürlich, von dem, was ich hier sage. Ist auch völlig wurscht. Die Deutschen sind es auf keinen Fall, weil wir erstens nur sehr wenig Meer haben und wir extremst umweltbewusste Leute sind. Ja. Das ist natürlich, wir sind da weniger als ein heißer Tropfen auf dem heißen Stein zu werden. Das heißt, auch dieses Ganze wie Frank Thelen, wie kann man überhaupt noch in Firmen investieren, die irgendwas mit Öl zu tun haben? Ja, vielleicht sollte man auch gar nicht irgendwie was mit Indern zu tun haben oder mit Chinesen, weil das sind nämlich die Leute, die hier die Umwelt verpesten. Ja, also. Und Royal Dutch ist natürlich eine von den Firmen, von den Ölfirmen, auch im Gegensatz zu Exxon und so weiter, die schon seit einer geraumer Zeit auch intern neue Business Units erstellt haben, die sich um das Thema Wasserstoff, Gas und so weiter. Die haben sowieso eine große Unit, auch was das Gas betrifft. Ja. Das hilft ihnen natürlich jetzt auch wieder im Aufschwung. Nach diesem Ölcrash. Also vor einem Jahr, da war es ja so,
dass einfach Verträge, die auf dieses Papier eigentlich nicht wert sind, auf die sie geschrieben sind, ne? Saudi-Arabien, Russland, solche Nationen, die letztendlich, wenn sie irgendwann mal irgendwie, wenn ihnen irgendwas auf den Sack geht, ja, sowieso machen, was sie wollen. Ja? Das hat man eben gesehen damals, das ist jetzt irgendwie ein Jahr her oder sowas, da wo hier so rot ist, ne? Glaube ich, da war das. Ja, nagel mich jetzt nicht auf die Woche fest, egal. Auf jeden Fall, da war ja quasi, waren ja Minusöl, Minuspreise, ja, und hatte so ein Käse. Ne? Also das heißt, man hat, ich glaube, man hat draufgezahlt, wenn man Öl gehabt hat oder sowas, ja, wegen den Lagerkosten, ja, weil die Ölpreise so niedrig waren und so weiter. Dieser ganze Krieg, na, der ist jetzt irgendwie wieder vorbei und jetzt ist eben genau das Gegenteil. Die Nachfrage ist wesentlich höher wieder angezogen als das Angebot. Es gibt dann noch so ein paar andere Probleme bei der Förderung und so weiter. Alles gut. Auch Förderungsausstatter sind jetzt gerade wieder ein bisschen im Steigen, wie zum Beispiel. Jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein, ist auch egal. Also die quasi das Rüstzeug, ja, die Schaufeln und das alles, die Bohrmaschinen und das ganze Zeug da halt herstellen. Ja. Wenn dir gerade einfällt, wie diese verdammte Firma heißt, die auch abgestraft, also so runter ist ohne in den letzten Jahren. Egal. Also, ich bin ja quasi, ich war immer fett investiert, also ich hatte immer einen richtig schönen Batzen Reuters Shell bei mir in den Depots drin. Und bei mir ist ja so, 2018 war es ja so schon so, da wo es der Reuters Shell noch richtig, richtig super ging, dass ich quasi über meine berufliche Tätigkeit schon mitbekommen habe, dass hier eine unglaubliche Disruption stattfindet in der Automotive-Branche, mit der Elektromobilität etc. etc. Und dann hat sich das quasi zeitverzögert, quasi ging es dann auch irgendwann so ein Jahr später fast allen Ölaktien irgendwie ans Leder. Ne? Also durch diese, ja, die Marktresponse eben, dass man eben zukünftig weniger Öl braucht und so weiter, was eben de facto eigentlich gar nicht stimmt. Wir werden sogar mehr Öl brauchen, ja, und das hängt eben mit Ländern wie Indien und so weiter zusammen, ne? Und ja, das ist sozusagen eine, das sind sozusagen die zwei Hauptgründe. Das eine ist natürlich sagen wir mal, die Renaissance von der Reuters Shell als Firma solches, dass sie sich sozusagen, und da sollte man auch ein Augenmerk drauf haben, wie gesagt, genauso wie bei den Autobauern, ja, die wurden ja auch irgendwie runtergeknüppelt ohne Ende. Und jetzt langsam kommt man auf den Gedanken, naja, so schlecht ist eine Holding Porsche oder eine Daimler doch nicht, die machen ja doch was in Richtung Elektromobilität und dies und das und jenes und so. Na, die haben doch irgendwie 25.000 mehr, also ungefähr 100 Mal mehr Fabriken wie Tesla, ne? Und die könnten ja diese Infrastruktur nutzen. Sie müssten halt nur jetzt einfach nur sagen, ein bisschen was umbauen und so, aber sind ja doch irgendwie in gewisser Art und Weise doch Tesla was voraus und so, ja. Und dann kommt man plötzlich auf den Gedanken, na, so wenig wert sind die doch nicht, ne? Und dann verdoppelt sich das Ding halt mal. Und genauso ist es jetzt auch mit diesem Wahnsinn, mit diesem Wahnsinns Minus-Ölpreis Gedöns vor einem Jahr, ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte bei Reuters Shell auch ziemlich Schiss, da einfach so einzusteigen, ins fallende Messer runterzugreifen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch nicht so viel Geld übrig, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Hätte ich übriges Geld gehabt, hätte ich da wahrscheinlich auch mehr zugelangt. Aber wir sind dann jetzt eben hier, so mal auf dem Jahrescharts gesehen, verspreche ich mir dann doch ein bisschen noch zu profitieren von dieser Art Rallye, die wir da gerade stattfinden. Findet und ich werde euch verschiedene Serien, verschiedene Videos machen und euch da auf dem Laufenden halten, wie das Ganze ausgegangen ist, ne? Ob ich dann mit Minus raus bin, mit Plus und wie viel Plus und wie viel Minus, ob die zweite Tranche dann noch zum Zuge kommt, ne? Die ich hier ungefähr dann wahrscheinlich so bei 16, 17 oder was Euro ansetze. Ja? Und ja, dann schauen wir mal, bleibt mir treu, abonniert meinen Kanal. Und dann halte ich euch auf dem Laufenden. Ihr könnt ihr das Ganze mal euch selber überdenken. Ja, jemand dicker Disclaimer und ohne Gewehr und so weiter. Wie gesagt, jeder sein eigener Herr. Und auf gar keinen Fall einfach nur was nachmachen. Es ist halt so, dass man letztendlich, wenn man, ich finde es sehr, sehr schwierig mit dieser ganzen Meinungsbildung generell, ja, was Aktien und so weiter betrifft. Ich sehe das als eine, ja, Leidenschaft. Noch ein paar persönliche Worte dazu. Ja, Leidenschaft, Interesse. Ich weiß schon, seit der Realschule interessiert mich irgendwie Börse und all dieses Zeug. Ja,
Ich bin aber nicht der Zahlenfreak oder sowas, ja. Ich bin eher der Buyer, der Verkäufer, Marketer, so der Typ, ja. Also als ich damals eben bei Lehman Brothers war und ich war natürlich Wirtschaftsinformatiker und dann haben die mich unbedingt in dieses Programmierabteilung da reinstecken wollen und immer wieder, ja, mach doch Programmierung. Da habe ich aber sehr schnell erkannt, dass es mir zu langweilig war. Und es hat ewig gedauert, ja, bis ich dann mal hier ein Praktikum machen durfte, irgendwie wenigstens ein bisschen näher an den Trading Floor rankam und so. Und dann saßen dann auch die ganzen MBAs und die waren alle irgendwie super wichtig und super arrogant und so weiter und so weiter. Aber letztendlich ist es, du kannst natürlich sagen, ich will mit dem ganzen Zeug gar nichts null zu tun haben. Das ist auch super. Dann mach irgendwie einen Sparplan und kümmere dich null um das Ganze. Das ist dann vielleicht sogar besser, wenn du dir überhaupt keine YouTube-Videos anschaust. Viele schauen sich aber trotzdem wieder YouTube-Videos an, weil sie sich einfach für das Thema generell interessieren. Sich aber dann trotzdem seine eigene Meinung zu bilden, ist natürlich die ganz große Kunst. Weil von was bilde ich mir eine eigene Meinung, wenn ich mir überhaupt keinen Input gebe? Ja, und das ist eben das Problem. Auf der einen Seite werden wir zugeschissen mit Informationen und Gelaber und Müll, was niemandem wirklich irgendwas bringt. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir ja irgendwas konsumieren müssen, um uns überhaupt eine Meinung zu bilden zu können. Ja? Das ist die große Kunst, hier selektiv vorzugehen. Und da wirbt natürlich jeder Aktienkanal für sich. Ne? Also ich hab den besten Leserbrief und ich das und ich dies und ich jenes. Und argumentiert rum und so und will sich die Marktanteile sichern. Aber muss letztendlich jeder für sich selber die Verantwortung übernehmen. Und wenn es einen wirklich großen Fehler im Bereich Börse gab in meinem Leben, ist, dass ich anderen Leuten zu 100% vertraut habe. Und damit meine ich damals meinen Vater, als ich so 18 war oder sowas. Und mein Vater, der hat auch keine Ahnung und der hat halt zu 100% seinem Bankberater vertraut. Dann haben wir quasi unsere ganzen Ersparnisse damals in die Deutsche Telekom irgendwie reingegeben. Und es ist also nicht, wäre nicht richtig zu sagen, mein Vater, ja, man kann nicht sagen, okay, wer hatte da Schuld? Ja, es ist schwierig, also man sollte auch da gar nicht sich zu lange drauf aufhalten, aber wichtig ist, also ich kann nur sagen, was ich daraus lerne. Ich lerne daraus, sollte ich mal einen Sohn haben, ja, dann werde ich natürlich versuchen, ihm Folgendes beizubringen, dass er sich seine eigene Meinung bildet und dass es sich verdammt nochmal um Dinge, ich kann also sich um eine Sache schlau macht, ne, dass er sich versucht weiterzubilden ohne Ende, ja, und sich seine eigene Meinung bildet letztendlich, ja, also nicht einfach mir was nachmachen würde oder einem Bankberater oder irgendeinem Aktienkanal. Und es ist nicht einfach, es ist eine große Kunst, aber das ist der einzigste Weg. So, in diesem Sinne, mir ist schon wieder so fucking heiß. Mein Essen ist im Ofen, bis zum nächsten Mal, tschüss.